Rauchende Köpfe, schnelles Reagieren, viel Kreativität und technisches Know-how. 15 Lehrlinge der Salzburger AG stellen sich einer ganz besonderen Challenge, dem ersten Lehrlingshackathon der Wirtschaftskammer im Bundesland Salzburg. Und die entwickeln Apps innerhalb von 6 Stunden und müssen dann am Ende des Tages online ein Ergebnis hochladen, das wird dann von der Jury bewertet. Österreichweit nehmen 300 Lehrlinge beim Hackathon teil. Die Vorbereitungszeit ist dabei äußerst knapp bemessen. Das heißt, sie haben eine Einführung gehabt mit dem DaVinci Lab, da ist ihnen gezeigt worden, mit welchen Tools sie arbeiten dürfen. Und heute in der Früh haben sie die Programme nochmal sich überlegt, haben da Ideen gemeinsam erarbeitet und dann sind sie richtig erst ins Projekt eingestiegen. Also es ist schon ein knapp ermessener Zeitplan. Also Sie können entweder eine App für den Betrieb entwickeln, das was nachher die Kategorie Apps for Company wäre, oder Sie können sie eben aussuchen, dass Sie jetzt eine App für die allgemeine Menschheit, für die Allgemeinheit entwickeln, das wäre nachher die Kategorie Apps for World, oder eben eine regionale App, die was nachher für die Region Salzburg oder Oberösterreich oder was auch immer verwendet werden kann. Wir haben uns überlegt, dass wir eine interaktive Karte machen von Ladestationen von der Salzburg AG und Salzburg, ganzes Land Salzburg. E-Autos sind die Zukunft, die können gelohnt. Zumindest dann sollte man da einen einfachen Weg haben, damit man die nächste Ladestation findet. Alle Informationen darüber haben. Wir haben die Informationen eingebaut, wie viel kW hat die, wie lange braucht man da hin, was ist die nächste, was ist der genaue Ort, was ist die Adresse. Was auch praktisch ist, falls man zeigt, da ist eine Ladestation defekt. Zum Beispiel die lädt einfach nicht, das ist was vielleicht auch mutmaßlich beschädigt, kann man über das von einer App ganz einfach das melden. Das wird dann automatisch mit einer E-Mail geschickt an die angegebene E-Mail-Adresse und dann haben wir gleich die Information, dass da was ist. Wir haben uns das Projekt nahezu der Salzburg AG ausgewählt und das ist im Sinne von Energie, besser gesagt Energiesparen. Unsere Mission ist, dass es eine App ist, die einen erlaubt, es zu sehen, wie viel Energie hat diese Person in seinem Haushalt den Monat eingespart. Man sieht die CO2-Werte und einen Geldbetrag. Man sieht genau, ein Unterschied, wie viel er vom letzten Monat weniger oder auch mehr Energie verbraucht hat. Damit kann man seinen ökologischen Fußabdruck verringern. Trotz großem Zeitdruck bleiben die Lehrlinge gelassen und spornen sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. Die besondere Challenge ist die Teamarbeit, die Koordination, wer was macht, wie wir es machen und wie genau es wir auch gestalten will. Viele haben oder jeder hat seine eigene Idee, die er umsetzen will und wir schauen halt, wie man die auf eins zusammenbringt. Tatsächlich ist die größte Herausforderung für uns heute, dass wir mit der Zeit zusammenkommen. Wir haben viele Ideen, wir wollen viel abbocken, haben aber relativ wenig Zeit, aber wir kriegen das schon hin. Vielleicht haben wir da wirklich eine klasse App entwickelt, wo dann unter Umständen die Salzburg AG sagt, ist cool, bringen wir vielleicht an die Umsetzung und vielleicht kriegen wir beim Hackathon auch vielleicht ein Platzl. Also wenn sie nachher fertig sind, dann ist ein paar Tage später eben die Siegerehrung, wo nachher jeder ein Geschenk kriegt oder eine Art Award kriegt und natürlich nachher die Sieger für das Bundesland, in unserem Fall Salzburg, gekürt werden. Und die nächste Option war eben nachher beim österreichweiten Hackathon in Wien zum Mitmachen. Wir drücken den Salzburger AG-Lehrlingen auf jeden Fall die Daumen und wenn ihr Interesse an einer Lehre im Bereich Applikationsentwicklung Coding beim GreenTech-Unternehmen Salzburger AG habt, dann bewerbt euch gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin.